Schauplatz eures Voting-Siegers ist die Südkampfbahn, der Heimstelle des SV Eintracht Leipzig Süd. Der Tabellenführer der B-Union Landesklasse Nord empfängt den in schwarz gekleideten Tabellenfünften, den Leipziger SC05. Danke für die zahlreichen Kommentare, lasst ein Abo auf Instagram da für weitere Voting-Spiele. Und er soll auch diesmal den Unterschied ausmachen. Till Werner hat bereits 10-mal geknipst, so kann es aus Sicht des Stürmers natürlich weitergehen. Wir gehen rein in die Partie, die Eintracht in den grünen Trikots von links nach rechts mit eben Till Werner. Wackelt nicht lange, aber eine Pflichtaufgabe für LSC-Keeper Vincent Rieter. LSC-Trainer Fabian Klomp spürt, dass seine Jungs sich extrem schwer tun gegen den Tabellenprimus, der auch die nächste Chance generiert. Im Halbfeld den Ball schön durchgesteckt, Jaak Wilke mit dem öffnenden Ball und da lässt sich Till Werner nicht zweimal bitten, bleibt eiskalt vor dem Kasten und verlädt Vincent Rieter. Saisontor Nummer 11 und das 40. Teamtor, da kann man sich schon mal kurz tragen lassen. Extrem cool vor dem Tor, satter Abschluss, das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 für die Eintracht. Doch deren Trainer Thomas Mattea kann nicht zufrieden sein, denn nach dem Führungstreffer passiert offensiv relativ wenig. Und was macht eigentlich der LSC? Elias Fuchs lässt schön tropfen und Mohamed Mohamdi mit einem Schuss aus der dritten Reihe. Sein Schuss aber zu unplatziert, mit zu wenig Dampf, um Markus Bianke im Kasten zu überwinden. Für den Keeper der erste Warnschuss und es sollten noch welche folgen. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang. Die Eintracht in grün jetzt von rechts nach links, ein vermeintlich sicherer Rückpass. Und Bianke wird angelaufen von Elias Fuchs. Viel Glück für den Eintracht-Keeper. Macht da fast schon einen Ballkontakt zu viel. Der LSC jetzt deutlich besser im Spiel. Entlastung für die Eintracht meist nur durch Standards. Werner und dann Ben Kettenbeil. Ist er selbst überrascht, dass er um sich herum so viel Platz hat? Weiß er selber. Den muss er eigentlich machen. Viel, viel Pech. Aber der LSC drückt. Thiering steckt durch. Und jetzt aufpassen. Sven Nestler beweist, dass er ganz viel Gefühl in seinem linken Fuß hat. Ein Traumtor. Und der mittlerweile völlig verdiente Ausgleich. Nochmal wunderbar mit dem linken Fuß. Bianke macht sich lang und länger, aber gegen so viel Gefühl im Fuß hast du keine Chance. Fabian Klomp pusht jetzt seine Männer. Der LSC mit einem ganz anderen Gesicht in Durchgang 2. Und der LSC will es jetzt wissen. Mohamdi gegen einen, wird dann nicht angegriffen, steckt wunderbar durch auf Elias Fuchs und der probiert dann noch die Kugel an Bianke vorbeizuspitzen. Der hat die Pille aber sicher. Wieder der LSC, langer Ball aus der eigenen Hälfte, Kettenball und Bianke nimmt ihn, ich habe ihn sicher und Deckelmann lupft ihn nochmal drüber, aber kann mit seinem Abschluss diesen Bock nicht ausnutzen, viel Dusel für die Eintracht und Pech für den LSC. Offensiv finden die Kicker der Eintracht kaum noch statt, jetzt probiert's mal Frenzel, aber das Duell der Vierer entscheidet der eingewechselte Kreis für sich. Sehr gute Abwehrarbeit des LSClers in dieser Aktion, die anschließende Ecke. Wilke mit viel Schnitt und Ben Kettenbeil steht sträflich frei und sein Jubel kennt keine Grenzen. Das ist der wichtige und glückliche Führungstreffer für die Eintracht. Steht da förmlich in der Luft und aus 5 Metern ist es dann nur noch reine Formsache. Der LSC jetzt geschlagen, die Eintracht muss nur noch den Deckel drauf machen. Werner mit dem Auge für den freistehenden Ben Sommer. Annahme 1, Drehung 1 minus und dann hat er sich überlegt, wie er jubeln wird. Weiß er selber, den muss er im Kasten unterbringen, Entscheidung liegen gelassen. Nächste Aktion, Jaak Wilke, 2 Assists hat er schon, geht ins Dribbling, aber Rieter hat was dagegen. Dann ist Schluss, 2:1 für die Eintracht, wir hören Jaak Wilke und Gästecoach Fabian Klomp bei Finn Sasse. LSC, Respekt, sehr gute Moral bewiesen und dann das 1:1 auch gemacht, was zu dem Zeitpunkt deutlich verdient war. Und am Ende war es dann nochmal ein Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften und dann ja, war es vielleicht ein bisschen glücklich, dass wir hier das 2:1 gemacht haben, aber so ist es. Wir spielen mit viel Herz, mit viel Leidenschaft, ja, guter Charakter in der Mannschaft, aber uns geht dann einfach hinten raus teilweise die Kraft aus und das ist halt absolut ärgerlich. Der Leipziger SC lässt nach starkem Start in Durchgang 2 wieder wichtige Punkte liegen, um den Anschluss an das Spitzentrio zu halten und die Eintracht um Trainer Thomas Mattea und Topstürmer Till Werner bleibt weiterhin ungeschlagen die Nummer 1 der B-Union Landesklasse Nord. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like.
und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.